Bei Dresden im Gespräch im Pianosalon Kirsten begrüßt Franziska Wellner den Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Themen sind unter anderem Asylpolitik und Wohnungsbau sowie die Entwicklung der Stadt in Wissenschaft und Wirtschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Dresdner Pianosalon an der Frauenkirche. Wir sind heute im Gespräch mit Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Ja, Herr Hilbert, die Oberbürgermeisterwahl ist noch kein halbes Jahr her. Ich erinnere mich an einen sehr heißen Abend auf Schloss Eckberg bei der Wahlparty. Wie hat sich seitdem Ihr Leben verändert, gerade für die Familie? Also es ist nicht minder stressig geworden, wie im Wahlkampf, sogar fast noch eine Schippe obendrauf. Dann ist soweit, muss man schauen, dass noch ein bisschen Zeit auch für die Familie überhaupt bleibt. Ja, als Dresdner Oberbürgermeister stehen Sie natürlich im Mittelpunkt des Interesses. Anfang November gab es da auch eine unschöne Szene. Vor Ihrem Haus gab es eine nächtliche Spontandemonstration. Wie haben Sie das erlebt? Wie hat das Ihre Familie erlebt? Wir haben das eigentlich mit einer relativ guten Entspanntheit erlebt, weil ich fand es sehr sympathisch, dass Nachbarn von mir aus Kolodze sich auch spontan auf den Weg gemacht haben und sagen, da möchten wir dir beistehen und dabei sein und dich unterstützen. Und insoweit haben wir das in freundschaftlicher, netter Runde miteinander erlebt. Und ich habe nur eher Bedenken, und das macht mich dann ein bisschen nervös. Man ist ja häufig auf Terminen oder auf Dienstreisen, wenn die Familie alleine ist. Und das wäre nie entspannt. Ja, also Sie haben es an dem Abend einfach vorbeiziehen lassen und hoffen, dass es nicht nochmal passiert. Ja, also das Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung ist ein hohes Gut, aber es hat auch seine Grenzen, und das ist eine Grenze, die überschritten wurde. Ja, es ist ja zum Glück an diesem Abend nichts passiert, es gab keinen Übergriff oder irgendwas, aber die Übergriffe auf Politiker in diesem Jahr haben dramatisch zugenommen, auf Immobilien, also die Geschäftsräume, auf Auto. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Ich sehe es bedenklich, weil ich sehe und bin auch in vielen Kontakten mit meinen Kollegen, Bürgermeistern, ob nun große, kleine Städte, Landräten, die am Ende diejenigen sind, die mit den Bürgern im direkten Dialog sind und die entsprechende Entscheidung umzusetzen haben. Oder sie jetzt zum Blitzableiter von Wutbürgern werden, ist im Zweifel die falsche Adressat. Denn alle Kollegen machen eine harte Arbeit. Und im Moment ist es für alle eine große Herausforderung, die sie zu bewältigen haben, vor dem ich vor allem einen hohen Respekt habe. Und ein bisschen mehr Respekt wäre da auch gegenüber den Kommunalvertretern angebracht. Haben Sie Angst, dass das noch irgendwo hinführt, wo es dann nicht mehr bei Blechschäden oder eingeschmissenen Fenstern bleibt? Ich hoffe nicht. Mein Ziel ist es ja, die Menschen auch wieder zurück von der Straße in den demokratischen Prozess verstärkt zu bekommen, so dass wir auch dialogfähig sind und auch miteinander um die besten Lösungen ringen. Das muss unser Ziel sein. Es stimmt einen aber schon nachdenklich, wenn man so auf die europäische Landkarte im Moment schaut, und ob es Wahlergebnisse sind oder auch manche Meinungsäußerungen und auch Ausschreitungen sind kein gutes Zeichen. Das Flüchtlingsthema hat uns dieses Jahr nicht losgelassen. Keine Stadtratssitzung, wo das, glaube ich, nicht zum Thema geworden ist. Was konnten Sie seit Ihrem Amtsantritt schon bewegen? Wo steht Dresden aktuell in der Bewältigung der Flüchtlingskrise? Ja, man muss erstmal vorneweg nochmal vielleicht in ganz wenigen Zahlen die Herausforderung, vor der wir stehen, dokumentieren. Wenn wir im Moment anschauen, von Januar bis August haben wir ungefähr 1700 Flüchtlinge als Stadt Dresden übernommen. So viel wie in den ersten 8 Monaten haben wir danach in 2 Monaten aufgenommen. Und jetzt Dezember, Januar in jeweils nur einem Monat. Und das sind Herausforderungen, die gesamte Verwaltung und die Stadtgesellschaft zu bewältigen hat. Die sind schon gewaltig. Im Moment sind wir gerade ein großes Paket für den Stadtrat in der Diskussion, wo wir alleine über 4.300 Plätze sprechen in Übergangswohnheimen, auch über die Stadt verteilt, ob das Container-Hotel-Umnutzungen beziehungsweise auch Umnutzung von anderen Gebäuden wie Schulen zum Beispiel. Und das fordert natürlich die Gesamtgesellschaft heraus. Und wenn wir ein Jahr zurückdenken, gab es ja schon mal im Dezember eine Beschlussfassung, große Diskussion auch in der Stadtgesellschaft und den Vergleich. Damals haben wir über 650 Plätze gesprochen ungefähr. Und jetzt ist ein Riesenpaket von 4.300 Plätzen auf die Reise gebracht.
Das fordert die Verwaltung und das gesamte Projektteam unwahrscheinlich stark. Objekte zu identifizieren, zu prüfen, ob die geeignet sind, eine, ich sag mal, angemessene Unterbringung zu ermöglichen und auch die, das ist weiterhin das Ziel, möglichst kleinteilig über die Stadt verteilt, sodass wir bei dem Thema Integration eben nicht in die Rolle verfallen, dass wir sagen, wir müssen Ängste haben, dass es da zu einer, ich sag mal, Bildung von Schattengesellschaften kommt, weil wir sie eben nicht erst aufkommen lassen. Mhm. Und das ist unser großes Ziel. Und dann sage ich, Unterbringung ist eigentlich noch wahrscheinlich die einfachere Aufgabe, auch wenn die schon gewaltig ist. Die große Aufgabe, die vor uns steht, ist das Thema wirkliche Integration zu ermöglichen. Das beginnt über Sprache, geht über berufliche Integration bis eben hin, dass wir vor Aufgaben stehen, unsere Kita, unsere Schulnetzplanung auf die neuen Zahlen anzupassen. Auf jeden Fall, ja. Lassen Sie uns trotzdem noch einen Moment bei der Unterbringung bleiben. Es gibt ja trotzdem immer wieder Proteste in der Bevölkerung, wenn irgendwo eine große Unterkunft aufgebaut wird, wie auch jetzt wieder aktuell mehrere Fälle in der Stadt. Wie reagieren Sie darauf? Es scheint da nicht richtig voranzugehen bei der Akzeptanz in der Bevölkerung. Ja, das ist aber kein Dresdner Phänomen. Das ist gesamt in der Bundesrepublik. Das jeder Bedenken hat, wenn in seiner Nachbarschaft eine Flüchtlingsunterkunft entsteht. Damit muss man sich auseinandersetzen, damit müssen wir werben. Ich sage so offen, wir können nichts ist alternativlos. Wer bessere Vorschläge hat, die genauso schnell umgesetzt werden können, bin ich jederzeit dafür offen. Bisher sind es aber meistens in Ablehnungen geendet. Mhm. Und reine Ablehnungen bringen mir keinen Fortschritt. Ablehnung bedeutet, wir müssen zu Notunterkünften kommen und Notunterkünfte, Notlösungen sind als allererstes Turnhallenbelegung und das möchte keiner. Ja, wie lange ist denn Dresden noch auf Turnhallen angewiesen? Also bis wann braucht man die noch? Der Sport will ja dann auch irgendwann mal wieder loslegen. Ja, also Dresden ist ja im ganz beschaulichen Manier mit Turnhallen unterwegs. Wir haben drei kleine Turnhallen im Moment belegt. Eine Turnhalle ist ohnehin im Frühjahr nächsten Jahres für den Abriss vorgesehen, also insofern auch nicht wieder für die Sportnutzung. Insoweit bleiben noch zwei Turnhallen. Eine Turnhalle haben wir jetzt den Prüfauftrag mit hinein formuliert in die Vorlage. Wenn wir einen größeren Containerstandort auf der Washingtonstraße einrichten, dass dann wir versuchen wollen, die Turnhalle dem Sport wieder zurückzugeben, bleibt im Moment eine Turnhalle, wo aber auch nebenan der Schulstandort jetzt zum Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, da macht es, glaube ich, kurzfristig keinen Sinn, sie wieder mit dem Sport zuzuordnen. Und ansonsten sind wir dann mit dem Thema Turnhallen durch. Okay. Versuchen Vermieter in Dresden mit der Flüchtlingskrise Kasse zu machen, muss die Stadt überhöhte Mieten zahlen? Ja, Angebot und Nachfrage regeln im Wesentlichen auch die Preise. Wir haben den glücklichen Umstand, dass wir in Dresden keine hohen Leerstandsquoten haben, sowohl was Wohnungen angeht, was aber auch sonstige Objekte angeht. Das ist auf der einen Seite schön für die Stadtentwicklung, auf der anderen Seite bringt sie uns natürlich vor größeren Herausforderungen, wenn wir jetzt Flüchtlingsunterbringung realisieren wollen, dass wir im Zweifel dann höhere Preise als im ländlichen Raum zum Beispiel, wo ein sehr hoher Leerstand ist, bezahlen müssen. Das ist aber auch ein Phänomen, was wir merken, ob das bei Containern sind. Die Preise sind deutlich angestiegen, wie sie noch vor einigen Jahren waren. Also da wird schon ein Stück Kasse gemacht, aber da wir nicht die Einzigen sind, die auf dem Markt agieren, sondern andere auch, muss man dann abwägen, was ist vertretbar und was ist nicht mehr vertretbar. Ja, Sie haben vorhin schon mal die Integration von Asylbewerbern angesprochen. Was braucht es denn, um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, um sie für Ausbildung fit zu machen? Und muss da vielleicht auch an anderer Stelle dann Einschnitte gemacht werden? Also als allererstes bedarf es einer Sprachausbildung. Mhm. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass zunächst mal die Bundesagentur für Arbeit hier jetzt, mit dem das Herr Weise die Doppelleitung übernommen hat von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Bundesagentur für Arbeit, Mittel freigelenkt hat, um Sprachkurse zu unterstützen. Und dass auch beim BAMF selber im nächsten Jahr deutlich die Mittel aufgestockt werden sollen.
weil über ohne Sprache gibt es, glaube ich, keinen Weg, weder für die Integration noch für die Arbeitsmarktintegration. Ich kenne viele Arbeitgeber, die mir eine ganze Reihe von Angeboten gemacht haben. Das beginnt bei der Wissenschaft zum Beispiel, die sagen, wir können auch zunächst mal starten, wenn Menschen, die eine wissenschaftliche Vorbildung haben, und Englisch gut können, dass sie über Praktika bei uns in den Forschungseinrichtungen, ob das Max Planck, Fraunhofer, Helmholtz ist, starten und wir machen begleitend Deutschkursangebote. Eine Reihe von Unternehmen signalisieren, wir haben einen dringenden Facharbeiterbedarf. Auch dafür müssen wir zunächst eines machen, nämlich jetzt Qualifikationsprofile der Flüchtlinge erfassen, wer ist denn für welche Aufgabe geeignet, um ihnen dann Anpassungsqualifikation zu ermöglichen, beziehungsweise viele sind ja junge Leute, sie auch nochmal dem Angebot in der Berufsausbildung zukommen zu lassen. Stichwort Qualifikation, wie erfasst man das? Ich könnte mir vorstellen, jeder reist mit seinem Uni-Zeugnis an und dann zweitens ist ein Uni-Zeugnis aus Afghanistan, aus Syrien genau das gleiche, was es hier in Deutschland wäre. Da gibt es klare Anerkennungsprozeduren, die im Wesentlichen die Kammern eingebunden sind, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer. Ich glaube aber, dass es für mich gar nicht der Hauptpunkt wichtiger ist, ob ich ein Zeugnis habe auf der einen Seite oder ob ich eine Befähigung habe, das zu können. Und am besten lernt man das kennen, wenn man Leute auf Zeit oder über Praktika zunächst mal einsetzt. Und da gibt es, wie gesagt, eine große Bereitschaft, mal auszutesten, ist er dafür geeignet und dann, ich sag mal, bei der Tätigkeit davon zu überzeugen. Und ich glaube, da könnte man eine ganze Menge schon erreichen. Die Bereitschaft sehe ich zumindest bei den Arbeitgebern sehr wohl. Okay. Pegida hatte in diesem Jahr ihren ersten Jahrestag. Sie waren zu dem Zeitpunkt nicht in der Stadt, um das auch nicht aufzuwerten, diese Veranstaltung. Wie reagiert man denn außerhalb von Dresden auf diese Bewegung? Sie als Oberbürgermeister bekommen da ja viel mit. Also im Moment muss man deutlich sagen, gerade im nationalen Umfeld, also in Deutschland haben wir ein sehr starkes Imageproblem. Dresden gilt über die Pegida-Demonstration als Inbegriff von, ich nenne es mal Rechtsaußen. Und das ist für unsere Stadt, die darauf angelegt ist, eine sehr offene Stadt von Wissenschaft, der Künste, aber auch von global agierender Wirtschaft zu sein, ist das verheerend. Wir sehen es auch leider, dass wir dadurch Rückgänge bei den Tourismuszahlen haben in diesem Jahr, aus dem nationalen Umfeld, im internationalen Umfeld glücklicherweise nicht. Da sieht man auch, dass die Diskussion sehr stark im Moment im nationalen Umfeld stattfindet. Und da müssen wir auch dringend ran, unseren im Moment ramponierten Ruf wieder gerade zu rücken. Ja. Ihr Parteikollege Johannes Lohmeier hatte gesagt, Dresden ist in der schlimmsten Tourismuskrise seit der Wende. Gehen Sie damit? Das halte ich für ein bisschen übertrieben gesagt. Denn wir haben auch schwierige Zeiten und die habe ich auch selber miterlebt, gerade nach der Flut erlebt gehabt, wo Ungewissheit da war. Für diejenigen, die betroffen waren von der Flut, gab es ja danach Hilfe. Aber für diejenigen, weil jetzt die Kultureinrichtungen zu waren, weil Bilder durch die Welt gingen mit der überschwemmten Stadt, die überhaupt nicht davon betroffen waren, hat es schon harte wirtschaftliche Schwierigkeiten für viele im Tourismus gegeben. Deswegen würde ich das so nicht unterschreiben. Es ist aber nach vielen Jahren, wo wir sehr erfolgsverwöhnt gewesen sind, zum ersten Mal, dass wir wieder mit Rückgängen zu leben haben. Und das muss uns dazu führen, dass wir wieder die Ärmel hochkrempeln und sagen, wie lange wollen wir uns das gefallen lassen, dass unser Image so mit Füßen getreten wird. Wer auch stöhnt unter diesen montäglichen Demonstrationen, das sind viele Händler, viele Gastronomen. Wenn man hier in der Innenstadt mit ihnen spricht, die sagen, eigentlich könnten wir montags zuschließen, wir tun es aber nicht. Was sagen Sie diesen Leuten? Ist das inzwischen schon eine Gefahr für die Wirtschaft geworden? Ich hätte mit dem Handel sehr gerne mal das konsequente Signal gemacht, wir schließen wirklich mal Montagabend und machen zu. Dazu gab es aber leider nie die Bereitschaft, weil das wäre ein wirksames Signal gewesen, mal zu sagen, so wollen wir
auch als Innenstadthandel und Gastronomie nicht mit unserer Stadt umgegangen werden. Denn für uns ist das, ich hatte es ja schon gesagt, nicht bloß imagemäßig ein Problem, sondern wir erleben es ja auch von der eigenen Bevölkerung. Montagabend meidest du die Stadt. Und kann das unser Ziel sein? Also wir wollen eine lebendige, internationale, weltoffene Stadt mit vielen Gästen haben und wollen gerne in unsere Stadt gehen und das 7 Tage die Woche. Also insoweit muss das Ziel sein, dass wir wirksam uns gegen auch eine Instrumentalisierung unserer Stadt als Bühne für Aufmärsche zu wenden. Hm. Als Gegenargument, um Montag zu schließen, hatte ich gehört von Gastronomen, dass man auch nicht zurückweichen will. Also nicht diesen Triumph zu geben in diesem Sinne. Kann man im Zweifel als Argument in den Raum stellen. Wir müssen aber bereit sein, auch mal Flagge zu zeigen. Hm. Und da wäre das schon ein wirksames Signal gewesen. Das stimmt. Haben Sie denn überhaupt eine Möglichkeit, Pegida jetzt den Platz in der Innenstadt nicht zu geben? Also die Stadt, die Versammlungsbehörde, gibt es da Einflussmöglichkeiten oder hat das dann einfach Vorrang? Also versammlungsrechtlich ist in Deutschland ein hohes Grad an Freiheit, Demonstrationsfreiheit da. Das ist ja auch eine sehr schöne, erkämpfte Möglichkeit, denn als 89 wir für mehr Freiheiten auf die Straße gegangen sind, ging es ja gerade darum, dass man ein Recht hat, seine Meinung frei äußern zu müssen, ohne Ängste zu haben. Das gewährt uns unser Grundgesetz. Deswegen muss man da auch sehr vorsichtig sein, was Restriktionen angeht, dieses Grundrecht nicht zu beschränken. Und insofern kann die Versammlungsbehörde, wird die Versammlungsbehörde auch keine Willkür leisten. Auch wenn uns weder die Aussagen gefallen, noch dass unsere Plätze dafür instrumentalisiert werden und eben auch wirtschaftliche Nachteile für diese Stadt entstehen. Sondern ich glaube, da müssen wir auch als Stadtgesellschaft mal zusammenstehen und sagen, nee, das wollen wir nicht. Und wir zeigen da auch ein, wir gehen da nicht hin und wir zeigen auch eine wirksame Gegenwehr. Das ist die große Herausforderung, die wir zu bewältigen haben und die unser ganz großes Ziel in 2016 sein muss. Ja. Was bedeutet denn diese Bewegung eigentlich für die Wissenschaft? Kommen internationale Wissenschaftler noch nach Dresden oder haben die inzwischen Angst, sich hier zu engagieren? Genau, wenn man in eine Stadt geht, die medial in der Berichterstattung steht, mit, dass da Ausrufe kommen, die nicht freundlich mit Ausländern umgehen, dass man da Ängste hat, das ist nachvollziehbar und dass der eine oder andere sich noch einmal zusätzlich überlegt, ob er da seine berufliche Zukunft findet, ist rein menschlich. Im Moment sehe ich, dass gerade bei dem, was Studentenanfängerzahlen sind, jetzt keine Rückgänge für das vergangene begonnene Semester. Aber dennoch, diesen Punkt müssen wir ausgesprochen ernst nehmen. Und gerade, wir sind so stolz gewesen, dass die TU Dresden im Verbund mit allen Wissenschaftseinrichtungen eine der führenden Universitäten in Deutschland geworden ist, Exzellenzuniversität. Und wer fahrlässig dieses für die Zukunft gefährdet viele, viele Arbeitsplätze in unserer Stadt. Und das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema, die Gründung einer neuen WUBA in Dresden. Im Wahlkampf haben Sie sich klar dagegen ausgesprochen. Sie haben gesagt, lieber die privaten Investoren fördern. Hat sich da inzwischen die Meinung bei Ihnen geändert oder wie stehen Sie dazu? Auf der einen Seite gibt es einen klaren Stadtratsauftrag und als Verwaltungschef habe ich auch Aufträge umzusetzen. Da gibt es keine Diskussion. Zum Zweiten bin ich weiterhin davon überzeugt, wir erleben im Moment einen wahren Bauboom beim Thema Wohnungen, auch begünstigt durch die guten Zinsen oder niedrigen Zinsen, dass viel mehr Menschen in Wohneigentum investieren. Und ich glaube, da können wir schon ein großes Stück vom Kuchen auch tatsächlich von der Privatwirtschaft bekommen. Darüber hinaus bin ich mit den Genossenschaften im Gespräch. Die Genossenschaft, die genaue, ja, das, was argumentiert wird von einer kommunalen Wohnungsgesellschaft, auch ohne Gewinnerzielungsabsicht, Wohnungen anbieten, haben ja deutlich signalisiert, dass sie in den nächsten Jahren selber ungefähr 1000 Wohnungen
für die Dresdner neu bauen wollen. Auch das ist ein wichtiges Zeichen. Pro Jahr oder jetzt in den nächsten Jahren? In den nächsten Jahren. Und dann werden wir uns aber auch auf der kommunalen Seite engagieren, um Wohneinheiten zusätzlich auf den Markt zu bringen. Ich gehe davon aus, das wird eine Größenordnung von 300 bis 500 pro Jahr sein, wo wir versuchen müssen, auch geschickt Städtebaufördermittel und andere Unterstützung, wo ich hoffe auch, dass der Bund jetzt, weil es eine nationale große Frage ist, titulierten auch überregionale Zeitung 800.000 Wohnungen für die nächsten Jahre in Deutschland insgesamt, wo das auch entsprechende Förderprogramme gibt, die dazu helfen, dass es tatsächlich am Ende der Tage ein Mietpreis rauskommt, den man als sozialen Wohnungsbau bezeichnen kann. Denn wir, da muss man immer ganz deutlich sagen, bauen als öffentliche Hand nicht günstiger als die Privatwirtschaft, meistens das Gegenteil davon. Und dann kommt, ob wir das öffentlich oder privat machen, kein anderer Endmietpreis raus. Insofern sind wir darauf angewiesen, dass wir entweder Förderung von Dritten bekommen oder selber subventionieren. Das kann ich im öffentlichen Bau, das kann ich auch im privaten Bau machen. Ja, würde das auf eine Verschuldung, auf eine Neuverschuldung hinauslaufen, wenn man so eine WUBA dann doch wieder auf Zeit, auf lange Zeit hinaus unterstützen muss? Also wir gehen im Moment von Modellen aus, wo wir als Stadt im Wesentlichen mit Grundstückseinlagen dann unseren Eigenanteil mal darstellen und somit keine großen Geldbeträge aus dem Stadthaushalt dafür einstellen müssen. Und da kommen wir auch, glaube ich, auf Modelle hin, die funktionieren könnten, auch in dem Umfang, wie ich es beschrieben habe. Und was für mich oberstes Ziel ist, keine Neuverschuldung einzugehen. Mhm. Kommt 2016 die WUBA? Baut sie los? Ich gehe davon aus, dass wir 2016 im kommunalen Wohnungsbau starten werden. Und die WUBA wird Stesert heißen. Gut, Ihnen schwebte ja ein Förderprogramm für die privaten Investoren vor. Steht das noch? Ist das noch aktuell? Also, was ich gesagt habe, ist, dass ich eine Unterstützung haben möchte für Familien zur Schaffung von Wohneigentum. Ich glaube, das wird für unsere Region sehr wichtig sein, denn wir haben eine sehr geringe Eigentumsquote im Osten Deutschlands generell, insbesondere in den Großstädten. Im ländlichen Raum sieht das noch ein bisschen anders aus. Und das schafft ja auch Bindung zu einer Region. Auch das sollte man nie vergessen. Ja. Die wirtschaftliche Entwicklung ist ja zurzeit sehr gut, nicht nur in Dresden, in ganz Sachsen, ganz Deutschland letzten Endes. Die Arbeitslosenzahlen sind niedrig. Das befördert sicher auch solche Bauprojekte, auch im privaten Raum. Bleibt das 2016 so oder muss sich Dresden auf härtere Zeiten einstellen? Im Moment sehe ich keine Anzeichen, dass die Wirtschaft abflaut. Da gibt es immer Einzelattrappen, die mal schwächeln. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer gehabt. Aber in Gänze ist der Standort deutlich gewachsen. Wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr ungefähr 5.000 Arbeitsplätze als Stadt hinzugewonnen. Mhm. Ohne dass die eine spektakuläre Ansiedlung dabei war. Sondern es sind die vielen, vielen mittelständischen Betriebe, die weitere Fachkräfte einstellen. Und wenn man jetzt mal anschaut, unsere Wirtschaft in Dresden ist sehr stark exportorientiert. Wenn man alle Zeichen des Geldmarktes interpretiert, wird der Euro weiterhin wohl relativ schwach bleiben und damit günstige Voraussetzungen für Export. Und damit sehe ich keine Anzeichen, die kurzfristig Schwierigkeiten für die Gesamtwirtschaft bringen. So eine Einzeladresse, die jetzt gerade schwächelt, ist natürlich Global Foundries. Da sollen 800 Stellen abgebaut werden. Wenn man noch Zeitarbeiter und die auslaufenden Verträge hinzukommt, sogar noch mehr, 1.300. Stehen wir vor einer neuen Krise in der Chipindustrie in Dresden? Eine Einzeladresse ist keine Krise der Chipindustrie. Sehr wohl ist, dass Global Foundries ja in einem Globalwettbewerb ist und eine große Herausforderung hat, sich da auch als Foundry, als Auftragsfertiger im Weltmarkt zu behaupten. Sie sind da in der Einführung einer neuen Technologie. Davon wird es auch ganz wesentlich abhängen, wie gut der Erfolg in der Zukunft sein wird. Ich sage mal, ich sehe den Personalabbau auch mit gemischten Gefühlen. Klar sehe ich es lieber, wenn unsere Unternehmen wachsen. Ich denke aber auch immer wieder an Qimonda zurück. Und da haben jetzt viele die Befürchtung, es könnte ein neues Qimonda werden. Dort hat man eben genau die Schnitte nicht gemacht.
sondern das wird schon alles gut gehen. Und danach gab es die Pleite. Insoweit bin ich da auch im engen Kontakt mit dem Management und habe auch Vertrauen, dass sie entsprechend jetzt Effizienz heben, die auch dann eine Fortbestehen des Unternehmens dauerhaft im Standort sichert. Eine Garantieerklärung gibt es aber nie in der Wirtschaft. Lassen Sie uns noch zu einem Thema kommen, was viele Dresdner bewegt, der Fernsehturm. Da sollte es im Herbst ein Gespräch mit der Staatskanzlei geben. Hat das stattgefunden und vor allem gab es da Ergebnisse? Also es hat sowohl mit der Staatskanzlei, auch mit dem Verein, mit dem Telekom Gespräche haben stattgefunden. Über die Ergebnisse will ich Sie aber noch ein Stückchen im Unklaren lassen. Wird in naher Zukunft Mitteilung geben. Ich habe gehört, heute gab es schon eine Mitteilung für den Verein Dresdner Fernsehturm. Aber Sie hören sich in Schweigen. Wir haben ein nettes Gespräch heute mit dem Fernsehturm gemacht, haben die nächsten Schritte miteinander abgestimmt und die sind aber einem separaten Termin vorbehalten zu verbinden. Und wird es dann positive Meldungen zu vermelden geben oder ich versuche es einfach nochmal, Herr Hilbert. Wir probieren uns in dem Thema anzunähern. ich glaube, wir werden etwas zu berichten haben. Gut. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Wie wird das bei Ihnen zu Hause gefeiert? Ich glaube, wie in den meisten Familien, das Weihnachten ist ja ein Familienfest. Insoweit nehmen wir uns auch Weihnachten die Zeit, mit den Großeltern, also meinen Eltern, dann zu verbringen. Und eben das Übliche, sowohl bei Speis wie eben auch in der Zusammensetzung dann miteinander zu verbringen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag selber hat dann meine Frau selber wieder Auftritt, muss auf der Bühne stehen. In Chemnitz. In Chemnitz an der Oper. Da ist es dieses Jahr im Wesentlichen auf den Heiligabend und den ersten Feiertag beschränkt. Ihre Frau kommt ja aus Korea. Welche Traditionen bringt sie da mit? Im Weihnachtlichen gibt es da jetzt nicht so große Traditionen. Das sind dann eher, wo wir dann auch ein bisschen in das Koreanische mit eintauchen, zum Neujahrstag, wo es dann auch Essen gibt, die typisch zum Neujahrstag gegessen werden, was im Koreanisch Mando heißt, heißt nichts anderes eigentlich als Maultaschen, wenn man das für uns übersetzen würde. Okay. Und das genießen wir. Und Sie sind große Fan der koreanischen Küche? Das kann man, beides, ja, Deutsch das, und das Koreanisch. Kann man, das kann man wirklich mal sagen. Ich liebe schon die koreanische Küche, mit einer Ausnahme, dass wir als Landbevölkerung hier in Dresden nicht ganz so den Meeresfrüchten vertraut sind. Da gucke ich noch ein bisschen reservierter, um jetzt alles voll zu finden. Aber ansonsten ist es eine wunderbare Küche. Okay. Herr Hilbert, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch. Ja. Liebe Zuschauer, damit verabschieden wir uns hier aus dem Dresdner Pianosalon an der Frauenkirche. Das war unser Gespräch mit dem Dresdner Oberbürgermeister. Und wir wünschen Ihnen auch noch eine schöne Weihnachtszeit.